Es ist ein Faschingsumzug auf dem Wasser und das deutlich nach Aschermittwoch. Tausende Menschen haben an der französischen Mittelmeerküste den Blumenkarneval gefeiert. Wie hier in Villefranche-sur-Mer warteten Schaulustige an der Uferpromenade, um ein paar der Frühlingsboten zu fangen. Der Blumenwurf und die geschmückten Boote gehören zu einer regionalen Tradition, die seit mehr als 100 Jahren besteht. Das ist großartig, sehr gut, eine ganz tolle Party. Die als provenzalischen Fischer verkleideten Teilnehmer verstehen den Umzug als eine Art nautischen Kampf, als Combat Naval, der natürlich friedlich bleibt. Denn geschossen wird vor allem mit Mimosen und Nelken.